Schwester Paula, Zimmer 63. Schwester Paula, Zimmer 63. Tja, dann habe ich die Eingeweide einfach komplett rausgerissen. Aber du weißt ja, wie es ist. Irgendwie bleibt doch immer was übrig, wenn du den Kram dann wieder einsetzen willst. Tja, was hast du da mit den übrigen Teilen gemacht? Vertickt? Über eBay. eBay. Was ist denn? Na, ich möchte nicht, dass man meine Eingeweide als Ersatzteile auf eBay verkauft. Sie meinen die? Nee, der Herr Dr. Dobler und der Herr Dr. Simmel sind Oldtimer-Freaks. Schrauber, wie sie im Buche stehen. Ach so. Ja. Das ist doch alles Schrott. So wie es aussieht, kann man den auch gleich entsorgen. Die Titanchef, die halten nicht und die Schrauben, die eingebaut haben, sind billiger Mist. Ja, aber deswegen alles rausreißen und wieder neu einbauen. Bist halt viel Aufwand für so ein klappriges Modell, finden Sie nicht auch, Herr Kollege? Was soll's, solange die Versicherung zahlt. Oldtimer-Freaks. Nee, Orthopäden.